Ja, hallo Frau Leimweber, hier ist der nette Herr Klaassen. Ich wollte Ihnen mal kurz meine Ansichten zeigen. Ich habe hier ein kleines Hochbeet, das ist mein Apfelbaum und da nebenan steht das Aprikosenbäumchen dicht an dicht. Wie ich Humus bilde und Stickstoff, das möchte ich Ihnen nicht erzählen. Ja, meine Bioabfälle, alles Bio und Demeter, das kompostiere ich hier. So, und Stickstoff produziere ich auch. Hier ist kleiner Thymian und hier ist Basilikum und ein bisschen Minze und das war mal Rosmarin. Ja, hier habe ich noch eine Rosmarin neu angesetzt. Dill, ja, die Tomate lasse ich ein bisschen blühen und hier ist diese Physalis, glaube ich, und Tomatenpflänzchen, hier ist eine Weinrebe. Das ist alles kompostiert hier. Hier sind die Regenwürmer, hier ist Bio, ein Bio-Kreislauf und hier, das schmeiße ich auch nicht weg, das lasse ich hier trocknen. Und Bananen sollen ja auch relativ gesund sein und gut für Kompost und Humus. Und hier kommen meine Abfälle. Also ich muss nichts mehr nach draußen tragen. Mein Müll hat sich um mehr als um die Hälfte reduziert. Ich schmeiße auch keine Gläser mehr weg, ja. Und hier ist noch ein bisschen Melisse und das Beet habe ich hier selbst angebaut. Das ist jetzt ein Jahr alt. Ja, so von hier aus fröhliche Ansichten. Kapuzinerkresse. Sie wissen ja, das ist ja antibakteriell, ist ein Antibiotikum. Und ich bin auch unterwegs mit orthomolekulärer Medizin, holistischer Gesundheit. Aber Sie möchten ja nicht dominant Punkt, Punkt, Punkt haben. Und das ist ja auch nicht, ich bin auch kein klassischer Narzisst. Ich zeige nur, dass ich auch auf engstem Raum, und jetzt halten Sie sich fest und gucken hier auf den Boden, das ist ein Balkon. Hier ist meine eigene Humusebene. Und hier kommen dann die Pilze und andere zur Geltung. Und ja, der grüne Daumen ist auch in meiner Nähe. An der linken Hand und an der rechten. Ich habe zwei grüne Daumen. Ja, wir sehen uns nächste Woche am Freitag, so Gott will. Und ich liebe die Natur. Sie lieben die Natur auch. Und die sprachlichen Barrieren, die können wir gerne überwinden und barrierefrei handeln. Und wenn wir uns unter vier Augen einmal austauschen, ich glaube, dann bekommen wir auch ein bisschen mehr Ruhe. So, einen schönen Tag für Sie. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Das ist mein positiver Gedanken und ich hoffe auf unser Glück, dass es stimmt.